In Vatikano diese Woche. Die ukrainischen Bischöfe sind in den Vatikan gekommen, um Papst Franziskus über die Situation in ihrem Heimatland aufzuklären. Der koptisch-katholische Patriarch bittet um Hilfe, während die Christen in seinem Land leiden. Angela Merkel wurde von Papst Franziskus in Audienz empfangen. Und eine Gemeinschaft von Nonnen, noch nicht in voller Einheit mit der katholischen Kirche, sind in einer symbolischen Wallfahrt nach Rom gepilgert. Frühaufsteher in Rom können an einer traditionellen Wallfahrt während der Fastenzeit teilnehmen. All dies und mehr jetzt hier in Vatikano. We have like speak together is like friends. It's very important for our Pope now. He opens for everybody, father with children. I met him 2 years ago, but my experience for today is like I met him yesterday. So difficult in this difficult situation finds the best solution. I think we need speak, we need discuss, we meet together many part of this group, part from Ukraine, for Russia, for this part which is occupation for Russia. It's so difficult to find what is the best way. But I think God has this way. God prepare some solution. We need pray and we meet together. And we will find this solution. I think we will have some humanitarian catastrophe because people at that moment, at that place, don't have enough eat or drink, and we need help for the West countries. Vor kurzem wurden in Libyen 21 ägyptische Christen geköpft. Der jüngste Terrorakt der Geschichte jahrelanger Christenverfolgung in Nordafrika. Die religiösen Minderheiten der koptischen Christen in Ägypten, Orthodoxe und Katholiken, haben viel gelitten, weil sie einer Regierung untergeben sind, die sie nicht schützt, erklärt das katholische Oberhaupt. I cristiani, e parlando dell'Egitto anche dei copti, sono stati sempre un strumento di negoziazione per mettere disordine in Egitto, per creare una guerra civile. ISIS-Bedrohung wächst stetig, aber die Terrorgruppe scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Io non lo chiamo mai ISIS perché sono egiziano e ISIS per noi è un bel nome. Questo ISIS, no. Noi lo chiamiamo terroristi, subito. Allora, questo gruppo terrorista, questi gruppi non hanno da fare con il mondo musulmano semplice. Non parliamo di religioni, però il mondo musulmano che noi conosciamo in Egitto sono gente semplice, sono gente che vogliono vivere in pace, che vogliono vivere con tutti. Ma questi non lo sono. Questi sono raccolti da tutto il mondo perché sono pagati e quindi
fanno ciò che gli altri chiedono a loro. Sono pagati. E purtroppo adesso, da molto tempo diciamo all'Europa e all'America, state attenti, verranno un giorno da voi. Ma nessuno credeva. Oggi a Parigi minacciano tutti. Ägypten sei ein Land, das dringend Schutz braucht und Verteidigung der Religionsfreiheit für Minderheiten. Dieser Experte erklärt, dass Schutz im ganzen Mittleren Osten gewährt werden muss. Er erklärt, dass Religionsfreiheit die Gesellschaft nicht bremst, sondern vielmehr stärkt. Where you get religious freedom, there's more innovation, more a stronger base of society. For instance, Bob Woodbury, you probably don't know his name, but he's a researcher that looks at the impact of missionary work around the world. And he found that where there was the freedom to do missionary work in the last century, that's the places that are now the most developed, most democratic. But he was able to convince him it's not that this missionary work went to places that were prone to develop. They actually went to places, sort of the unreached or the places where there wasn't. And what did they do? They brought a mission, but then they found out people were sick. They brought a hospital. People couldn't read. They taught them to read. They didn't have printing. They set up printing presses. They needed roads to get there. So there was a direct connection. Das Wachstum von ISIS gerade im Irak begründet sich durch eine Lehre, die nicht nur religiöser Natur ist. The chief concern in Iraq before ISIS took over was unemployment, not religious conflict, other things. And so ISIS saw that and they said, it's a depressed economy, opportunity for us. And what was missing was an understanding from the policy community that these conditions of, you know, economic depression and other things can be a breeding ground. They don't naturally cause terror. Während die Welt hin und her diskutiert, wie man ISIS am besten bekämpfen kann, ruft Papst Franziskus Regierungen und Menschen guten Willens dazu auf, für den Frieden und die Versöhnung in Libyen, dem Irak und dem ganzen Mittleren Osten zu streben. Goes back to the early church when the Pope would visit seven churches, more or less seven. There were seven districts here in Rome that the Pope would visit, and this one was Santa Sabina, which was really one of the most ancient. So this church, above all, is the most precious to the pilgrimage, and that's why people come out in such large numbers for this experience. For me, there's a real communal aspect to the whole experience, that is walking with the brothers of the house to the site and then praying there, celebrating Mass and returning kind of in a prayerful spirit. So it's a great opportunity to, in a sense, spiritualize or make very holy the city. It's the preparation towards the Easter Triduum, the spiritual preparation, which is what Lent is all about. We're journeying together toward our Lord and toward his passion, death, and resurrection. Trying to do acts of charity from that as well, so that the practice, the penitential practice, doesn't become just routine or some kind of a rigorism, but something that gives life to others. One particular penance I'm doing is simply writing down each day the sort of graces and things to be thankful for each day. I'm giving up like typical sweets, that type of thing, but I'm also trying to pray morning and night, say a rosary.
La Chiesa ci fa ricordare tale mistero all'inizio della Quaresima, perché esso ci dà la prospettiva e il senso di questo tempo, che è un tempo di combattimento. La Quaresima si deve combattere. Un tempo di combattimento spirituale contro lo spirito del male. E mentre attraversiamo il deserto quaresimale, noi teniamo lo sguardo contro il peccato e contro la morte. Ecco allora il significato di questa prima domenica di Quaresima: rimetterci decisamente sulla strada di Gesù, la strada che conduce alla vita. Guardare Gesù. Cosa ha fatto Gesù? E andare con Lui. Arricchiscono la Chiesa di Cristo, al cuore di Gesù, perché mandi sacerdoti. Pregare più per le vocazioni, d'accordo? Sì. Dal vostro pastore. Facciamo via. Perché erano il male. Eine Gruppe von Mädchen und begleitende Nonnen waren auf besondere Pilgerfahrt nach Rom und zum Petersdom im Februar. Wir haben alle unsere Kinder mitgebracht von allen Schulen und alle Schwestern. Zum Glück konnten auch aus Amerika alle Schwestern kommen, wenn nicht alle Kinder. Und sind jetzt ungefähr 200 Schwestern knapp und ich glaube, wir sind ungefähr 1300 Personen insgesamt mit allen Kindern. Die Nonnen sind Lehrdominikanerinnen und feiern ein besonderes Jubiläum mit den Kindern aus ihren Schulen in den USA, in Frankreich und in Deutschland. Das sind die Schwestern, wie wir sagen, von Fanjeau. Das ist ihr Haupthaus. Der eigentliche Name ist die Schwestern vom heiligsten Namen Jesus, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Sie haben sich 1975 wegen der Krise, wegen der Messe vor allem, der neuen Messe, haben sie eine eigene Gründung gemacht in der gleichen Ordensgemeinschaft. Und sie wollten dieses Bestehen, dieses 40-jährige Bestehen feiern mit einer Wallfahrt nach Rom, weil die Kirche ist gegründet auf Petrus und Petrus ist in Rom. Und darum, wie der Erzbischof sagte, kann man nicht katholisch sein, ohne römisch zu sein. Das ist der Gedanke der Wallfahrt. Diese Pilgerfahrt zeichnet sich aber durch etwas anderes aus. Die Nonnen werden von der Gesellschaft des heiligen Pius X betreut und streben noch zur vollen Einheit mit Rom. Sie haben Widerstand gegen einige Lehren und die Umsetzung einiger Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils geleistet. Inmediatamente después del concilio, y se ha ido enfriando la situación. Entonces, claro, el problema aquí con la fraternidad es ganar en confianza, porque es gente que reza, es gente que cree en las mismas cosas que cree un católico, pero que ha habido un proceso de enfriamiento, de alejamiento
de Roma, de las estructuras romanas, porque el corazón lo tienen en Roma, me consta. Sie bleiben mit dem Vatikan im Gespräch, um vollkommene Einheit zu erlangen. Gleichzeitig ist ihr Blick weiterhin auf den Stuhl Petri gerichtet. Rome is the Pope and it's a Catholic Church. Rome is our home. Rom ist der äußere Ausdruck der geistlichen Kirche, die sich hier sozusagen materialisiert oder die sich einfach hier zeigt und fühlbar wird. Um den Papst herum und um die Reliquien, um St. Petrus. So haben wir es zumindest den Kindern erklärt und ich glaube, sie haben gut verstanden, dass hier die Kontinuität ist der Apostel bis zurück zum, ja, bis zu Jesus Christus. Der Vatikan gab Erlaubnis, in den Basiliken Roms in Prozession einzuziehen. Hier beten sie im Petersdom. Die Messe konnte allerdings nicht gefeiert werden. Gleich neben dem Vatikan befindet sich der Vatikanische Rat für Gesetzestexte, wo dieser Bischof besonderes Interesse am Prozess zur Einheit entwickelt hat. Er erklärt, dass die Pilgerfahrt eine Geste mehr sei, die bezeuge, dass der Dialog und der Wille zur Einheit wachse. Yo creo que forma parte la parte del éxito de la solución está en comprender que bueno, que eso es con natural con la iglesia, o sea, que haya personas que se comportan de una manera y otras que no, y que el mal está siempre presente, pero que la iglesia no es eso, la iglesia es la fundador Señor, la iglesia es pura, ¿no? Es ist ein langer Weg des Dialoges, aber Arieta hofft, dass das Ziel der Einheit in nicht allzu ferner Zukunft liegt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer diesjährigen Frühjahrsvollversammlung in Hildesheim die Delegierten für die Bischofssynode zur Familie in Rom gewählt. Neben dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Reinhard Kardinal Marx aus München, werden der Dresdner Bischof Heiner Koch und der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode an der Synode teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Themen wie die Familiensynode im Herbst in Rom und die großen Herausforderungen der Migration und Asylsuche. Bischof Koch, Vorsitzender der Familienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, bringt seine Erwartungen an die Synode zum Ausdruck. Ich hoffe sehr, dass es nicht nur bei den hier in Deutschland so heiß diskutierten Themen bleibt, sondern dass auch ganz andere Themen ankommen, zum Beispiel die Frage nach der Weitergabe des Glaubens in der Familie unter den Bedingungen, die wir heute haben, die deutlich verändert sind. Aber auch die Familie, die ja viel mehr ist als die junge Familie, zum Beispiel die Frage des Leidens, des Sterbens. Wir diskutieren in Deutschland sehr stark die Frage des assistierten Suizids, auch das ist für mich eine Familienfrage. Nach Ansicht der Bischöfe liegen alle wichtigen Fragen auf dem Tisch. Jetzt soll das Thema theologisch vertieft werden. Dabei hofft man auf die Hilfe von Experten. Wir brauchen nicht nur eine deutsche Debatte, sondern wir müssen eine theologische Debatte, die auch durch die Synode, glaube ich, nicht abgeschlossen ist. Ich ermutige Theologen, wenn ich sie treffe, auch international, so schreiben sie was. Für Bischof Bode, dem Vorsitzenden der Pastoralkommission, geht die Bedeutung der Bischofssynode im Herbst weit über die Fragen von Ehe und Familie hinaus. Ich glaube, dass das sogar die Grundfrage der Synode ist, die sie so wichtig macht. Nicht nur also in Ehe und Familie, sondern in allen Bereichen, ob die Quelle der Erkenntnis, der theologischen Erkenntnis, nur die Offenbarung und das, was wir also immer schon in der Tradition gesagt haben, ist, oder auch die Realität von Menschen und der Welt. Ist da ein Paradigmenwechsel zu erwarten? Wird Tradition und Offenbarung sozusagen der Lebensrealität unterstellt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich ist es eine große Herausforderung, Leben und Lehre zusammenzubringen. Die Lehre nun ist aber gewachsene Lebenserfahrung, Glaubenserfahrung, die dann reflektiert wird. Und dieser Schatz der Tradition, den nicht immer wieder neu herauszuholen, wäre für mich ein großer Verlust. Natürlich müssen wir diesen Schatz verständlich machen. Und dieser Schatz ist nicht irgendwie ein festes Paket, sondern er entwickelt sich auch immer weiter in unserem Verständnis. Kardinal Marx strebt im Geist der Synodalität einen breiten Konsens an und will, dass die unterschiedlichen Positionen ernst genommen werden. Es müssen auch Wege gefunden werden, wie wir zu Einmütigkeiten kommen. Das muss, glaube ich, schon ein geistlicher Weg sein. Also es geht nicht darum, nur einfach die eigene Position im Sturm durchzusetzen. Wie viele Schritte wir gehen müssen, dass wir möglichst einmütig am Ende sind,
ist eine andere Frage. Aber der Papst hat ja deswegen gerade auf seine Autorität so bestanden bei der Abschlussansprache, weil er sagen wollte, vorher dürft ihr euch richtig streiten. Ja, im geistlichen Sinne. Ihr müsst euch streiten. Ich garantiere die Einheit mit der Tradition. Ich garantiere, dass die Kirche zusammenbleibt. Rede und Antwort standen die Bischöfe auch zum Thema Herausforderungen der Migration in Deutschland. Alleine 2014 ist die Zahl der Asylbewerber dramatisch gestiegen. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, Vorsitzender der Kommission Weltkirche, drückt seine Sorgen aus. Unsere besondere Sorge gilt natürlich den Christen, aber ich verwende immer wieder den Ausdruck, wir engagieren uns für die Christen nicht exklusiv, sondern exemplarisch. Und bei der konkreten Hilfe in den Ländern wird nicht nach Konfession gefragt. Bischof Schick machte deutlich, dass es hier um mehr als eine soziale Hilfeleistung geht. Jesus hat uns aufgetragen, geht hin in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, verkündet das Reich Gottes. Und das bedeutet eigentlich, dass Jesus und wir als Christen und Kirche die Aufgabe und die Pflicht haben, in allen Ländern präsent zu bleiben, weil durch das Christentum auch die Humanität des Evangeliums, die Menschenliebe, die uns Jesus Christus als Hauptgebot aufgetragen hat, präsent bleibt. Und weil wir eine Kultur aufbauen wollen, die von Jesu Geist, vom Geist des Evangeliums durchdrungen ist und somit für die Menschen am besten ist. Zum umstrittenen Thema Kirchenasyl erklärte der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle, der Vorsitzende der Migrationskommission, dass die Kirche im Einvernehmen mit den Behörden nach einem Lösungsweg suche. Sie wissen vermutlich auch, dass in allen Fällen, soweit mir bekannt, die dafür Verantwortlichen in den Kirchengemeinden immer die örtlichen Behörden, also die Ausländerbehörde ebenso wie die Polizei informiert über dieses Unternehmen eines Kirchenasyls, damit das nicht an den Organisationen des Staates vorbei durchgesetzt wird. Zum Ende der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz stellte sich Kardinal Reinhard Marx noch einmal der Presse und gab eine persönliche Einschätzung im Hinblick auf die bevorstehende Familiensynode in Rom. Also wir haben in der ersten Phase der Synode, in der ersten Synode, auch Diskussionen erlebt. Da geht es nicht nur um die Frage der Wiedervereinigung Geschiedenen, sondern manchmal um unterschiedliche Akzentsetzungen in der Evangelisierung. Das ist mein Eindruck und das ist ein längerer Weg. Aber ich bin da voller Hoffnung. Nein, nie werden alle eine Meinung sein in der Kirche. Das ist also, wer das erwartet. Und hoffentlich gibt es nicht bei einigen die Überlegung, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Das ist kein kirchliches Denken. Gleich vor den Kolonnaden des Petersdoms wurden Duschen und ein Friseur für Obdachlose eröffnet. Ho tagliato capelli. Oggi è seconda volta. Ho tagliato capelli, fatto doccia, barba, tutto è meravigliosa. Inizialmente quando mi è stata offerta questa cosa pensavo di trovarmi davanti delle persone un po' burbere, magari cattive, persone. Invece ho scoperto veramente un'umanità impressionante. Cioè un'umanità spettacolare che gente normale non ce l'ha. Vedi queste persone poracce in mezzo alla strada così, che poi ci parli, sono persone umane, sono persone. Mi è capitato di parlare con delle persone molto istruite, taglio per loro il grande problema poi è questo. Cioè io sono contento che hanno fatto questa iniziativa perché adesso si possono fare le docce tutti i giorni, sono aperti, tutti i lunedì c'è il barbiere, perciò è stata una cosa veramente bella. Die Initiative soll Obdachlosen mehr Würde geben. Die Duschen und der Friseurdienst werden von Spendengeldern finanziert, die dem Papst zur Verfügung gestellt werden. Ein Mann, ein Theologe, ein Papst.
Menschen auf der ganzen Welt vereinten sich mit Papst Benedikt XVI. Am 28. Februar, 2 Jahre nach seinem Rücktritt am selben Tag, im Gebet. Eine Online-Initiative sammelte Gebete für den emeritierten Papst, der nun zurückgezogen im Vatikan lebt. Er hatte nur wenige öffentliche Auftritte seit seinem Rücktritt, zuletzt hier beim Konsistorium am 14. Februar. Die Gebetsinitiative hieß Beten mit Benedikt für Benedikt. Thank you.